Ich glaube, die richtige Einstellung hier ist, schlechte Sachen werden passieren mit AI, aber auch mit den besten Gesetzen und den besten Regulationen werden schlechte Sachen passieren. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Hermann Hauser. Hermann Hauser ist untrennbar mit einer langen und erfolgreichen Geschichte als Unternehmer und Risikokapitalgeber verbunden. Er gründete unter anderem einen der weltweit wichtigsten Chiphersteller, investierte in eine Vielzahl innovativer Unternehmen und gründete Amadeus Capital Partners im Jahr 1997 zusammen mit Englober. Darüber hinaus unterstützt Hermann Hauser das österreichische Ökosystem mit dem IECD Hermann Hauser und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Hermann Hauser. Hallo, Herr Hauser. Hallo, Robert. Welche Bilder und Gedanken stehen bei Ihnen im Kopf, wenn Sie das Wort Zukunft hören? Ja, große Möglichkeiten, die Welt zu verbessern. Ich bin ein perennial optimist, wenn man so sagt. Und ich glaube, dass Technologie eben einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die Welt zu verbessern. Wie oder welche Eigenschaften, denken Sie, benötigt man zukünftig, um die Welt verbessern zu können? Welche Charaktereigenschaften benötigt es? Ich glaube, die wichtigste Charaktereigenschaft ist die Ehrlichkeit, Modelle zu akzeptieren, die eben rationale, wissenschaftliche Modelle sind, um reale Voraussagen zu machen und dann unsere Entscheidungen auf diese Voraussagen aufbauen zu können. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Karriere und auf Ihre Investorenkarriere, unternehmerische Karriere, welche Prinzipien haben Sie immer verfolgt, um ja etwas Positives zu schaffen, etwas Großes zu vollbringen? Was sind Ihre Leitprinzipien? Ja, ich habe drei Prinzipien, die mir sehr geholfen haben über viele Jahre, um die verschiedenen Projekte, die ich evaluiere, zu entscheiden. Das erste Kriterium ist die Größe und die Wachstumsrate des Marktes, weil wenn das Problem und der Markt nicht groß genug ist, dann zahlt es sich ja nicht aus, Geld und Zeit zu investieren. Das zweite Kriterium ist die Qualität des Teams, mit dem man es macht. Und das dritte Kriterium ist für mich die Technologie als ein Deep Tech Investor. Interessanterweise hat sich diese Reihenfolge, das ist die Reihenfolge, die ich eben jetzt adoptiert habe, aber das war ursprünglich natürlich nicht so. Ich bin ursprünglich ein Physiker. Ich habe geglaubt, dass die Technologie das Wichtigste ist. Aber es hat sich dann gezeigt in einer Reihe von meinen Investitionen in Projekten, dass ein A-Team mit C-Technology jedes Mal das C-Team mit A-Technology schlägt. Also die Qualität des Teams ist wesentlich wichtiger als die Technologie. Auf was schauen Sie da konkret, wenn Sie ein Team kennenlernen? Also wonach gehen Sie? Welche Fragen stellen Sie? Mit welchem Satz wissen Sie, okay, das ist ein hervorragendes Team, das ist ein hervorragender Gründer oder eine hervorragende Gründerin? Ja, es hilft sehr, wenn man zumindest einen richtigen Star im Team hat. Weil wenn man einen Star, also Global Star hat, dann ist es so viel leichter, dann ein Weltklasse-Team um den Global Star herum aufzubauen. Und wie erkennt man den Global Star? Ja, das ist eben eins der Sachen, die man über viele Jahre lernt, weil die Leute, die sich selber als Stars deklarieren, sind nicht immer die Leute, die dann wirklich die Möglichkeit haben, Stars zu sein. Würden Sie sagen, Sie sind ein Star? Ja, Stars dürfen nicht sagen, ob sie selber Stars sind oder nicht.
Die beste Art und Weise, um herauszufinden, wer ein Star ist, ist, Leute in dem Sektor zu fragen, wer das Star ist. Und wann viele Leute eben sich einigen, dass jemand eine Star-Funktion hat, dann sind sie wirklich Stars. Jetzt habe ich eine Frage in Bezug auf Visionäre und Visionärinnen, wie man die erkennt, weil ich habe mal gehört, wenn man herausfinden möchte, ob jemand wirklich für eine Vision brennt, für eine Aufgabe brennt, für ein Unternehmen, Produkt oder für eine Problemlösung brennt, sollte man einfach mal der Person so viel Geld geben, wie die Person bisher noch nie hatte. Und wenn dann dieser Antrieb verloren geht, dann weiß man, dass es immer nur ums Geld gegangen ist. Wie sehen Sie das? Also wie denken Sie, findet man wirklich heraus, weil das ist ein inflationär verwendetes Wort, Visionär. Ja, wir alle sind ja Visionäre und Visionärinnen. Denken Sie, dass man so herausfindet, ob jemand wirklich dafür brennt oder ob es ums Geld geht? Das Wichtige bei einem Projekt ist nicht nur der Visionär, weil eine Schwalbe macht keinen Sommer, sondern das Team, das man um den Visionär aufbauen kann. Und die Größe der Investition ist dann auch die Kombination von der Qualität des Teams, der Größe des Marktes und die Größe der Möglichkeit. Das heißt, obwohl Visionäre natürlich wichtig sind und einen wichtigen Beitrag leisten können, kann man Projekte wirklich nur realisieren, wenn ein ganzes Team eine Vision dann akzeptiert und gemeinsam diese Vision realisiert. Welches Unternehmen hätten Sie gerne einmal geführt oder gegründet aufgrund des Teams oder aufgrund des Produkts oder Geschäftsmodells? Weil so ein Geschäftsmodell hat ja eine ganz eigene Ästhetik, finde ich. Also, und es gibt ja herausragende oder sehr spannende Geschäftsmodelle da draußen. Welches Unternehmen hätten Sie gerne gegründet oder einfach geleitet, weil das Team oder das Geschäftsmodell so herausragend ist? Der Punkt vis-à-vis des Geschäftsmodells ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil man oft genug genauso viel Werterschöpfung im Geschäftsmodell finden kann, als in der Technologie selber. Und natürlich ARM ist die Mikroprozessorfirma, die ich in Cambridge gegründet habe, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der ARM-Prozessor hat gute Technologie, die ist besser als Intel und das ist ein Grund, warum wir 20 Mal mehr Mikroprozessoren verkaufen als Intel. Aber der andere Grund ist eben das Geschäftsmodell, dass ARM eine Lizenzfirma ist und keine Produktionsfirma. Intel produziert ihre eigenen Mikroprozessoren und das hat zu den großen Schwierigkeiten geführt, mit dem Intel im Augenblick kämpft, dass sie die 10 Nanometer und 7 Nanometer Node eben nicht zusammengebracht haben. Während eine Lizenzfirma natürlich den großen Vorteil hat, mit allen Halbleiterfirmen auf der Welt zusammenzuarbeiten, und das hat einen großen Vorteil für ARM gebracht. Wie unterscheidet sich Ihre Gedankenwelt oder Ihre Einstellung, Ihr Mindset als Investor hinsichtlich zum Unternehmer? Also gibt es da Unterschiede im Mindset, das Sie festgestellt haben, weil Sie verbinden ja beide Welten im Endeffekt? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, dass nämlich die Investoren und das Managementteam und der Gründer und die Visionäre gemeinsam die Firma aufbauen. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Investoren untereinander gut miteinander auskommen, weil ein Problem, das oft entsteht in diesen Deep Tech Startups, ist, dass natürlich immer wieder Probleme auftauchen, die Firmen in Schwierigkeiten geraten. Und dann ist ein Team, das aus den Founders und den Investoren und ganz wichtig, die Investoren untereinander, wenn die
miteinander gut zusammenarbeiten, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man durch diese Schwierigkeiten gut durchkommt, erheblich. Es ist also sehr wichtig, dass ein gutes Einvernehmen besteht zwischen den Unternehmen und den Investoren. Was denken Sie, ist die Basis? Wahrscheinlich radikale Transparenz und Ehrlichkeit ist wahrscheinlich mitunter die Grundbasis, oder was denken Sie? Das ist ganz wichtig, die Transparenz. Sobald man das Gefühl hat, dass da irgendjemand was verheimlicht, dann ist das, geht das auf die schiefe Bahn. Aber das andere ist auch die Transparenz des Marktes, dass man sich eben ehrlich anschaut, wie sich der Markt entwickelt, wie die Position der Firma sich im Markt entwickelt und dann die entsprechenden Entscheidungen trifft. Ich habe vor kurzem das Buch von Ray Dalio gelesen, die Prinzipien des Erfolgs. Deswegen habe ich Sie vorhin gefragt, was Ihre Prinzipien sind. Und da spricht er auch an, dass es ganz klar darum geht, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich nicht selbst in die Tasche zu lügen, sondern einfach, was ist wirklich wahr, und nicht blinden Optimismus ausstrahlen, sondern sagen, was ist die Sachlage und wie können wir mit dieser Sachlage umgehen. Gab es schon einmal einen Moment, wo Sie vielleicht ein wenig demaskierend gefragt, sich selbst in die Tasche gelogen haben und nicht ehrlich zu der Sachlage waren und vielleicht zu optimistisch in einer Sache waren? Ja, die ganze Zeit. Es ist recht wichtig, eine die richtige Balance zwischen Optimismus und Realismus zu finden. Es ist natürlich wichtig, dass besonders Gründer und Startups eine Vision haben, dass sie ziemlich schnell wachsen können, dass sie erfolgreich werden. Dieser Optimismus ist natürlich sehr wichtig, um die Energie im Team zu haben, um Sachen zu machen, die anders vielleicht gar nicht möglich wären. Aber dieser Optimismus muss natürlich mit der Realität fertig werden, wie eben die Sachlage effektiv ist. Und da die richtige Balance zu finden, ist schwierig, aber wichtig. Wie gehen Sie mit Unsicherheiten um? Ich sage immer, im Unbekannten, also wir können ja planen, ja, also ich habe ja auch mit Charlie Gleisner gesprochen, der hat gesagt, okay, wir sind ja hervorragend, alle, also vor allem er, hervorragend im Planen und im Ausdenken, aber im Endeffekt haben wir ja sehr wenig in unserer Kontrolle. Wie gelingt es Ihnen, auch zuversichtlich sein hinsichtlich Unsicherheiten, weil die würde es ja immer geben, aber der Vorteil, Unsicherheit schafft auch Freiheit, sage ich immer, weil im Unbekannten ist ja auch wiederum alles möglich. Aber wie gehen Sie mit diesen Unwägbarkeiten um und wie gehen Sie damit um, wenn einmal ein Plan nicht funktioniert? Ja, dadurch, dass ich schon, ich glaube, an die 200 Investments gemacht habe, hat sich da also ein gewisser Datensatz angesammelt, dass obwohl viele Projekte natürlich nicht funktionieren und oft geht's, muss man die Firma auch zusperren. Das kommt auch immer wieder vor. Aber im Durchschnitt hat sich eben gezeigt, dass man, wenn man Technologie verfolgt und konsistent verfolgt und mit guten Teams verfolgt und eben sich nicht in die Tasche lügt, dass es öfter gut geht als schlecht geht. Welche Themen außer Deep Tech interessieren Sie sonst noch? Die wichtigsten Investment-Sparten, mit der ich im Augenblick arbeite, sind natürlich AI, die künstliche Intelligenz ist ja eine Technologie. Und ich habe schon viele von diesen Technologiewellen erfahren. Ich glaube, so vier, glaube ich, große Wellen. Das ist aber eine Welle, die ich noch nie erlebt habe, weil es das erste Mal eine Technologie gibt, die alles umfasst. Die ganze Mathematik, die ganze Physik, die ganze Chemie, die ganze Biologie, die ganze Psychologie, die ganze Geschichte, die ganze Literatur,
Also alles, was die Menschen jemals gedacht haben, sind ja in den Large Language Models drinnen. Und das heißt auch, dass wir das erste Mal eine Technologie haben, die sich auf alles anwenden lässt. Und es ist auch eine Technologie, die eigentlich das erste Mal an diesen neuen Technologien, die sofort Resultate liefert. Normalerweise war es ja immer so, wenn eine neue Technologie gekommen ist, dann werden die kurzzeitigen Effekte der neuen Technologie optimistisch überschätzt und die langzeitigen Effekte einer neuen Technologie unterschätzt. Im Fall von diesen Large Language Models, ChatGPT, ist diese Time-Lag immer nicht vorhanden. Also in vielen von unseren Investitionsfirmen, die LLMs anwenden, geben sich unmittelbare Produktivitätssteigerungen. Und das bringt mit sich, dass es auch die erste Technologie ist, die eine produktivitätssteigernde Technologie ist. Und wenn man sich den Begriff Produktivität anschauen, ist das der Zentralbegriff der Wirtschaftswissenschaften. Wenn man die Produktivität steigern kann, dann geht alles besser. Man kann den Leuten mehr Geld zahlen, die brauchen nicht so lange arbeiten. Also alles wird besser mit einer Produktivitätssteigerung. Das ist also eine recht positive Entwicklung in der Technologie. Also erstens ist die künstliche Intelligenz, mit der ich mich viel befasse. Dann ist es die Quantentechnologie. Ich habe schon 7 Investments in Quantencomputer gemacht, Blockchain und Smart Contracts. Und die vierte ist wahrscheinlich die Technologie, die langzeitig die wichtigste sein wird. Das ist synthetische Biologie, weil wir also das erste Mal die Möglichkeit haben, biologische Systeme selber zu bauen. Und wie der Richard Feynman gesagt hat in einem berühmten Zitat, I do not understand what I cannot build. Also ich kann nicht verstehen, was ich nicht selber bauen kann. Und zum ersten Mal ist das eben möglich, auch in der Biologie, dass man biologische Systeme jetzt bauen kann. Hinsichtlich der künstlichen Intelligenz habe ich eine Frage. Welche Risiken sehen Sie da? Natürlich, es gibt großartige Möglichkeiten, was ermöglicht werden. Aber es gibt ja auch einige Experten, auch von Google X beispielsweise, der Mo Gladway, der was sagt, wir haben da ein massives Problem, weil seiner Empfindung nach kann eine künstliche Intelligenz mehr Emotionen empfinden, wie wir Menschen es können. Ja, das ist ein Dialog zwischen den Möglichkeiten und den Risiken, die eben in den angelsächsischen Ländern ganz anders gesehen wird wie in Europa. Und was ich eigentlich noch dazu gesagt hätte sollen, ist, dass diese AI-Legislation, die im Augenblick im Europäischen Parlament liegt, sehr gefährlich ist für Europa, weil eben die positiven Möglichkeiten der AI so groß sind als produktivitätssteigernde Technologie, dass wenn die Amerikaner und die Chinesen es verwenden können und wir uns selber in den Fuß schießen und sagen, wir können es nicht verwenden, das heißt, dass Europa den Amerikanern und den Chinesen weiterhin nachhängt. Das heißt nicht, dass ich gegen die Regulations bin. Ich bin auch dafür. Ich sehe Risiken. Ich sehe die Notwendigkeit, das zu regulieren. Aber diese Regulierung muss auf einer internationalen Basis stattfinden und wir können uns nicht von der Welt abkapseln und sagen, und mit diesem, wie heißt das, Precautionary Principle, ich weiß das nicht, wie das auf Deutsch heißt, dieses europäische Precautionary Principle, wenn wir nicht wissen, was passieren wird, dann machen wir es besser nicht. Und ich glaube immer, dass das größte Risiko für Europa ist eben, dass wir nicht genug Risiken einnehmen. Der Dr. Thomas Druyen hat einmal zu mir gesagt, wenn wir warten, bis wir wissen, was passiert, dann ist es definitiv zu spät. Und das ist ja diese Zögerung, was wir zum Teil haben. Und da ist meine Frage an Sie, wie gelingt es wieder mutiger zu sein? Weil ich glaube, dass das schon etwas ist, was wir vielleicht zum Teil als Wert immer mehr verlieren.
meiner Meinung nach, ja, dass man einfach nicht mehr bereit ist, Risiken einzugehen und mutig zu sein. Ja, ich glaube, die richtige Einstellung hier ist, schlechte Sachen werden passieren mit AI, aber auch mit den besten Gesetzen und den besten Regulationen werden schlechte Sachen passieren. Es ist wesentlich wichtig, die schlechten Sachen, also kann man nicht ausschalten, das wird passieren. Wenn man diese Tatsache jetzt einmal akzeptiert, dann ist die Frage wirklich umgekehrt. Wenn was Schlechtes passiert, wie schnell kann ich auf diese schlechten Sachen reagieren? Habe ich einen Prozess der Gesetzgebung oder auch der Reaktion, mit diesen Sachen fertig zu werden, die gleiche Zeitkonstante hast wie die Entwicklung in der AI, in künstlicher Intelligenz? Und da sehe ich das Hauptproblem, dass eine a rapid task force, also die schnelle Reaktion, ist in meiner Meinung nach viel wichtiger wie die Gesetzgebung, die Sachen erwartet, die noch gar nicht passiert sind. Sehen Sie auch Risiken bei der Biotechnologie, beziehungsweise welche Risiken sehen Sie da? Ja, die sind genauso groß, wenn nicht größer, weil auf der einen Seite haben, wie ich schon erläutert habe, haben wir jetzt die Möglichkeit, Biologie selber zu bauen, Lebewesen selber zu bauen. Und das heißt auch, wir könnten Bakterien zum Beispiel bauen mit einem Ebola-Virus. Also die Gefahren in der Biologie sind gleich groß, möglicherweise größer wie bei der künstlichen Intelligenz. Und es ist ganz wichtig, dass diese Firmen auch Ethik-Committees haben, wie wir es zum Beispiel bei BitBio haben in Cambridge, wo wir eigene Ethik-Kommission haben, um sicherzugehen, dass wir ethische Entscheidungen für die neuen Zellen machen, die wir entwickeln. Gibt es etwas, das Sie derzeit beunruhigt? Ja, das Hauptproblem, das ich sehe für unsere Demokratie, ist die, und ich hatte darüber eine Diskussion im Digital Dialogue, im Winter Digital Dialogue in England mit dem Peter Thiel, der PayPal gegründet hat und auch im Facebook-Board war viele Jahre. Und wir haben also diskutiert die Zukunft der Demokratie und die Zukunft der Technologie. Das ist auch in YouTube, auf YouTube zu sehen. Und mein Hauptargument war, dass meiner Meinung nach das Hauptproblem ist, dass oft Leute mit, die eben sehr redegewandt sind, wie der Boris Johnson in England oder der Donald Trump in Amerika, gegen wissenschaftliche Modelle gewinnen kann. Und das beste Beispiel war Brexit, wo alle wirtschaftlichen Modelle, die von der Bank of England und auch von den großen Banken konstruiert worden sind, die sind alle erstaunlicherweise zum gleichen Ergebnis gekommen, dass Brexit also für die englische Wirtschaft sehr schlecht ist. Und das hat sich dann auch jetzt in Wirklichkeit so entwickelt. Aber alle diese rationalen Modelle, die zu einer rationalen Entscheidungsfindung beigetragen hätten, haben verloren gegen diese Rhetorik von Boris Johnson. Das war praktisch ein Satz, Take Back Control. Und mit Take Back Control hat er eine oratorische Stimmung in England zusammengebracht, dass 52% der englischen Bevölkerung, wie man im Englischen so sagt, they turned to Turkeys voting for Christmas. Und das ist halt sehr schade, dass sowas passieren kann, dass Leute mit die Rede gewandt sind, gegen rationale wissenschaftliche Modelle realisieren können.
Was müssen wir Menschen tun und beachten, dass das nicht mehr vorkommt? Dass wir nicht mehr auf Wörter und auf eine gute Wortgewandtheit und Rhetorik hineinfallen? Ja, ich bin wieder schon mal optimistisch auf diesem Gebiet. Ich glaube, wenn damals die Situation mit dem Boris Johnson so gewesen wäre, dass als ein Asteroid, dass die Astronomen und die Physiker vorhergesagt hätten, dass in 2 Jahren ein Asteroid auf England herunterfallen würde und wir was dagegen machen würden. Und der Boris Johnson hätte gesagt, no, this is Project Fear, glaubt den Physikern nicht, die lügen euch was vor, glaubt mir, das passiert nicht. Dann hoffe ich, dass die Großzahl der Bevölkerung gesagt hat, ich glaube den Astronomen und nicht dem Boris Johnson. Warum war das für die Wirtschaft und für die Vorhersage, wie sich England entwickelt wird, nicht der Fall? Ja, wahrscheinlich, weil die Modelle noch nicht genug Kredibilität haben. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die wissenschaftliche Methode entwickelt hat, wie die wissenschaftliche Methode mit wesentlich komplexeren Problemen jetzt gute Modelle bauen kann. Und ein positives Beispiel dafür ist das Klima. Die Klimamodelle, die wir jetzt haben, sind so gut, dass die Climate Change Deniers sich nirgends mehr verstecken können. Da hat man gesehen, dass auch ein unwahrscheinlich komplexer Vorgang wie die Vorhersage unseres Klimas und die Zusammenhänge der Klimaveränderung. Die Modelle sind jetzt von einer Qualität, dass eigentlich die meisten Leute mit ein bisschen Rationalität akzeptieren, dass der Klimawandel von den Menschen entstanden ist, dass es mit CO2 zusammenhängt und auch wissen, wie man sich jetzt verhalten muss, um dem entgegenzufahren. Und ich glaube, dass das in Zukunft, ich hoffe zumindest, dass sich das in Zukunft auch auf wirtschaftliche Entwicklung und eventuell auch auf die Entwicklung einer Gesellschaft positiv auswirken wird. Denken Sie eigentlich, dass der Klimawandel alleine mit Technologie behebbar ist oder hängt das über 50% am Verhalten der Menschen, dass wir den Change brauchen? Wir brauchen beides. Es ist ganz klar, dass wir beides brauchen. Ob wir da die Geoengineering Notbremse ziehen müssen oder nicht, weil da gibt's ja radikale technische Lösungen, um die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Ich hoffe, dass wir das nicht brauchen. Das ist ja nur eine Notbremse. Ich glaube, dass zum Beispiel die Einführung von elektrischen Autos, die jetzt eigentlich recht rapide vonstatten geht, dass das und die Willigkeit von Leuten, Elektroauto zu kaufen, dass das alles einen positiven Einfluss auf den Klimawandel haben wird. Wo sind Sie die größten Herausforderungen allgemein gesehen? Weil wir haben jetzt über sehr viel gesprochen, Regulatorik, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, Klimawandel. Wo sind Sie die größten Herausforderungen in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ja, ich sehe da schon im Klimawandel und natürlich auch in der politischen Entwicklung auf der ganzen Welt. Wir haben ein Riesenproblem mit in der Ukraine und in Israel, mit dem israelisch-palästinensischen Krieg, mit dem Problem in Taiwan, mit Technology Sovereignty. Ich schreibe gerade ein Buch über Technology Sovereignty, wo es natürlich ganz wichtig ist, dass wir Zugang zu den kritischen Technologien haben und dass dieser Zugang offen ist für alle auf der Welt, nicht nur für die westlichen Länder, sondern eben für alle. Und der Startpunkt dieses Buchs, Technologische Souveränität für alle, ist der, dass es eben nicht möglich ist, sogar für Großstaaten wie die Vereinigten Staaten, China oder auch für ganz Europa vollkommen technologische Souveränität selber zu haben.
Es ist nur technologische Souveränität, lässt sich nur in Zusammenhang mit den meisten großen anderen Ländern auf der Welt herbeizubringen. Und man muss sich drei Fragen stellen. Zuerst einmal muss man akzeptieren, dass wenn man nicht Zugang zu diesen kritischen Technologien hat, wie Computer, Kommunikation, künstliche Intelligenz, synthetische Biologie für die Gesundheit der Menschen in der Zukunft, wenn man diesen Zugang nicht hat, dann vermindert sich die Lebensqualität also ziemlich radikal. Die meisten, besonders die jungen Leute, wenn man denen das Smartphone wegnehmen würde, dann würde sich die Lebensqualität wohl deutlich beeinträchtigen. Das heißt, man muss sich drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, habe ich die kritische Technologie selber? Dann ist natürlich alles in Ordnung. Die zweite Frage ist, wenn ich sie nicht selber habe, habe ich Zugang zu diesen kritischen Technologien von einer Reihe von unabhängigen Staaten, so dass nicht ein einzelner Staat mich dazu zwingen kann, Sachen zu tun, die ich nicht tun will, dadurch, dass sie sagen, ja, ich gebe euch die Technologie nicht mehr. Und das kann zu einem neuen Technology Colonialism führen. Und die dritte Frage ist, wenn ich abhängig bin, ist von einem einzelnen Staat, normalerweise natürlich die USA oder China, habe ich einen garantierten, zumindest 5 Jahre lang Kontrakt, dass mir diese kritische Technologie auch wirklich für diese lange Zeit vorhanden ist. Und wenn ich ein Nein auf alle drei Fragen bekommen, dann, wie man im Englischen sagt, you have to do whatever it takes. Das ist eine Situation, wo man machen muss, was auch immer notwendig ist. Aber wenn man das nicht macht, dann bekommt man diese wirtschaftliche und technologische Abhängigkeit von einem einzelnen Staat, so dass man ein Vasallstaat wird, dass man das eben machen muss, was der andere Staat von einem will. Und das ist natürlich keine Vision, die wahrscheinlich nicht passieren wird, sondern man hat das gesehen während der Trump-Presidency und das haben wir an unserer eigenen Firma an Arm erlebt, wo der Trump einer englischen Firma sagen konnte, was sie machen kann und was sie nicht machen kann, dass nicht mehr der Premierminister in 10 Downing Street die Entscheidung machen konnte, sondern es war eben der Trump im Weißen Haus. Und das finde ich unakzeptabel. Bevor wir zu den letzten drei Abschlussfragen kommen, habe ich noch vorab eine Frage an Sie. Wann mussten Sie zum letzten Mal do whatever it takes machen? Wann mussten Sie zum letzten Mal so handeln? Naja, normalerweise ist es, einer meiner Investitionen in der Intensivstation landet. Und das passiert ja immer wieder. Und dann heißt es eben, alles zu tun, um zu erreichen, dass die Firma überlebt und wieder gesund wird. Wie oft gelingt das, wenn eine Investition einmal auf der Intensivstation steht? Die Failure Rate von Early Stage Deep Technology Firmen liegt also zwischen 30% und 50%. Also leider geht es oft schief. Aber das heißt ja nicht, dass die Teams, die eben in einer Firma gearbeitet haben, die nicht funktioniert hat, die leider zugesperrt werden muss, nicht viel davon gelernt haben. Es heißt ja auch, dass man, you learn more from your failures than from your successes. Also das heißt ja nicht, dass das
vollkommen unproduktiv war. Und Gott sei Dank ist es ja oft so, dass diese Teams dann neue Firmen gründen, sich regruppieren und mit anderen Teams zusammenarbeiten. Gott sei Dank sterben die Leute ja nicht, wenn die Firma stirbt. Was würden Sie sagen, war Ihr bestes Investment unter 100 Euro? Sehr einfache Antwort ist Acorn Computers. Das ist die einzige Firma, die ich eben kenne auf der Welt, weil das totale Investment in Acorn Computers war $200, 100 vom Chris Curry, meinem Partner, und also 50 Pfund eigentlich. 50 Pfund von ihm, 55 Pfund von mir. Und die Firma war dann 200 Millionen wert. Also jeder Pfund, den wir investiert haben, war mehr als eine Million Pfund wert. Das ist die einzige Firma, die ich kenne auf der Welt, wo der Capital Gain ein Millionfach war. Was würden Sie sagen, war der beste Ratschlag, den Sie bisher erhalten haben? Und dazu gibt es dann auch noch eine andere Frage diesbezüglich. Ja, ich hatte eine interessante Lebensentscheidung, die ich machen musste, als Acorn Computers in Schwierigkeiten geraten ist und von Olivetti unterstützt worden ist. Olivetti hat investiert und zum Überleben von Acorn beigetragen. Wenn wir die Investition nicht bekommen hätten, hätte man wahrscheinlich den Laden zumachen müssen. Also es war eine sehr wichtige Investition. Und die Olivetti hat mir damals ein Offert gemacht, Vice President of Research für die ganze Olivetti-Gruppe zu werden. Also von einer kleinen Cambridge Startup, in damals war das die größte Personal Computer Company in Europa. Das war eine der Star-Firmen in Europa mit Carlo De Benedetti, eines der Steve Jobs von Europa sozusagen. Den Rat, den ich bekommen habe, war von Philip Hughes. Philip Hughes war der Founder und Chairman von Logica, einer englischen Firma, den ich recht gut gekannt habe. Er hat gesagt, Philipp, was soll ich machen? Soll ich dieses Offert akzeptieren oder eine andere Firma gründen? Da sagt der Philipp, ja, was willst du denn langzeitig machen? Ja, sage ich, ich will eine andere Firma gründen. Da sagt er, dann nimm den Job. Aber wenn du bei Olivetti ein paar Jahre arbeitest, wirst du verstehen, wie eine Großfirma funktioniert, wirst verstehen, wie eine Technologiefirma auf einer ganz anderen Ebene, weil das war eine 7-Milliarden-Firma, wir at Acorn Computers, wir waren ja nur 100 Millionen Umsatz. Und das war eine gute Entscheidung. Ich hatte drei wunderbare Jahre bei Olivetti, wo ich viel gelernt habe. Was war der schlechteste Ratschlag, den Sie erhalten haben? Wahrscheinlich ein Investment in eine Wireless-Firma, die heißt First irgendwas. Machte ich ganz kurzzeitig ein großes Personal Investment in die Firma, weil sie mir gesagt haben, dass sie unmittelbar vor einem Börsengang sind. Aber das war gerade im falschen Zeitpunkt, das war, glaube ich, im Jahr 2000, wo eben die ganze Technologie Welt eigentlich zusammengebrochen ist im Jahr 2000. Und ich machte da ein ziemlich großes Investment genau im falschen Augenblick. Da hilft, glaube ich, nur mehr loslassen. Also die Vergangenheit hinter sich lassen und positiv optimistisch in die Zukunft blicken, oder? So ist es. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchten Sie noch sagen, Herr Hauser?
Ja, ich hoffe, dass diese, besonders diese neue KI-Technologie, von der ich unglaublich beeindruckt bin, weil es eben so allgemein ist und so Produktivitätssteigerung und die Welt so positiv verändern kann, dass wir es zusammenbringen, das auch positiv auszunutzen, ohne diese schlechten Sachen, die auch passieren kann, diese Gefahren, die durchaus bestehen, dass wir eben um diese Gefahren gut herumkommen. Aber wir müssen sie auch verwenden. Gut, vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit, für die tollen Inhalte und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ebenfalls. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.